Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, die Auflagen wegen der Corona-Pandemie weiter zurückzufahren. Das teilte Kanzlerin Merkel am Nachmittag vor der Presse mit. Von den Lockerungen sind unter anderem Geschäfte, Kitas und Schulen, Alten- und Pflegeheime betroffen. Die Verantwortung dafür liegt weitgehend bei den Ländern. Sie müssen aber auch sicherstellen, dass bei steigenden Zahlen der Neuinfektionen wieder strengere Regeln greifen. Es wird zukünftig Lockerungen geben bei Kitas, Schulen, Geschäften, aber auch in der Gastronomie und im Sport. Das ist das Ergebnis des Gesprächs zwischen der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten. Und das gäben die gesunkenen Infektionszahlen auch her, sagte die Kanzlerin. Ich denke, wir können auch heute sagen, dass wir die allererste Phase der Pandemie hinter uns haben. Aber uns muss immer bewusst sein, dass wir damit trotzdem immer noch am Anfang der Pandemie sind und noch eine lange Auseinandersetzung mit dem Virus vor uns haben. Und das wird wieder möglich sein. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, unabhängig von ihrer Größe. Alle Schülerinnen und Schüler sollen bis zu den Sommerferien schrittweise zurück in die Schulen kommen. Die Kita-Nothilfen werden ausgeweitet, spätestens ab 11. Mai. Besuche in Kliniken oder Pflegeheimen sollen wieder möglich sein, allerdings nur für eine Person pro Bewohner oder Patientin. Auch die Öffnung von Gaststätten, Restaurants und Biergärten ist in Sicht. Bis Ende Mai sollen sie wieder geöffnet werden, allerdings mit reduzierter Gästeschaft. Und die Kontaktregel wird so gelockert, dass sich wieder mehrere Menschen treffen können, die in zwei Haushalten leben, also zum Beispiel zwei Familien. Was bleibt, sind die Kontaktbeschränkungen wie der Mindestabstand von 1,5 Metern und der Mund-Nasen-Schutz. Und sollten sich irgendwo zu viele Menschen anstecken, soll zukünftig ein Notfallmechanismus greifen. Es gilt, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen feststellt, müssen sofort wieder strengere Beschränkungen umgesetzt werden. Bereits im Vorfeld waren einige Länder mit Lockerungen vorgeprescht. Nun sollen die Länder mehr Spielraum, aber auch mehr Verantwortung bekommen. Deswegen ist diese, sage ich mal, Notbremse heute Beschluss das Wichtigste und auch das zentrale Element neben vielen Fragen der Öffnung. Sozusagen, wie man das macht, wenn man weitergeht, wenn man sich öffnet, wenn man mehr Freiheit hat, hat man aber auch die Sicherheit, jederzeit zielgenau reagieren zu können. Die Regelung lässt zu, dass regional sehr unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden können, je nachdem, wie viele Infektionen es gibt. Das steckt in dieser Vereinbarung drin, dass wir jetzt den Ländern diese Verantwortung übergeben. Und ich hoffe für uns alle, dass die Länder diese Verantwortung auch gut tragen. Nach fast 2 Monaten Einschränkungen in der Corona-Pandemie wollen Bund und Länder ein Stück zurück zur Normalität. Die Bundeskanzlerin nannte es heute ein Stück Mut. Zum neuen Umgang von Bund und Ländern mit der Corona-Krise jetzt Tina Hassel live aus Berlin. Lockern in Eigenverantwortung, aber nur mit eingebauter Notbremse. Auf diesen Kompromiss haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten verständigt. Angela Merkel hatte die Länder in den Lockdown geführt. Für den Weg zurück konnte man sich nur auf einen gemeinsamen Rahmen einigen. Die Verantwortung für die Öffnung, für das Tempo und die Steuerung der Maßnahmen liegt bei den Ländern, im Guten wie im Schlechten. Und bei uns allen. Eindringlich appellierte Merkel deshalb auch, wir gehen jetzt einen mutigen Weg und sind noch mehr darauf angewiesen, dass die Menschen weiter mitziehen. Vor allem bei der Diskussion um die Kontaktbeschränkungen hatte es zuvor heftige Diskussionen gegeben. Dabei soll die Kanzlerin sogar genervt gesagt haben, sie sei kurz davor aufzugeben, beim Versuch eine gemeinsame Lösung zu finden. Weil sich das Virus sehr unterschiedlich ausbreitet, können nun Länder und Regionen zielgenau reagieren, ohne das ganze Land wieder stillzulegen. Das aber setzt auch weiterhin eine enge Abstimmung zwischen den Ländern und dem Bund voraus. Zurück zu Linda Zervakis. Auch im Sportbereich wollen Bund und Länder Lockerungen erlauben. Breiten- und Freizeitsport soll unter Auflagen wieder möglich sein. Die Fußball-Bundesliga kann Mitte Mai fortgesetzt werden. Die Spiele der ersten und zweiten Liga sollen dann ohne Publikum in den Stadien stattfinden. 9 Spieltage stehen noch aus in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Bis Ende Juni sollen alle absolviert werden. Jetzt beginnt eine ganz entscheidende Phase. Die Clubs und ihre Angestellten
stehen jetzt voll und ganz in der Verantwortung, die medizinischen, hygienischen und organisatorischen Anforderungen entsprechend umzusetzen. Das von der DFL erarbeitete Konzept zur Rückkehr in den Spielbetrieb sieht Geisterspiele vor und Trainingslager vor dem Liga-Neustart für sämtliche Profiklubs unter strengen Quarantänebedingungen. Die nächsten Wochen werden spannend, ja, mit Quarantäne eine Woche vom ersten Spiel. Es geht ja jetzt auch gleich wieder los. Und dann aber auch, wie wir uns dazwischen verhalten. Eigentlich gibt es nur die Privatwohnung, das Mannschaftshotel und das Stadion. Mehr gibt es nicht. Ja, und da werden sich alle dran halten müssen auch und zügeln müssen und auch sich selber disziplinieren müssen. Deutliche Lockerungen gibt es im Bereich des Breitensports. Aktivitäten wie das Golfen oder Tennisspielen sind unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder möglich. Ja, es wird Zeit. Es war eine richtig lange Zeit, gefühlte Ewigkeit. Wir wollen unsere Anlage wieder mit Leben füllen. Wir wollen diese Leute sehen, die wir mögen. Wann Fitnessstudios öffnen, entscheiden die Länder unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen kann das schnell passieren. Ab Montag werden dann Fitnessstudios, Tanzschulen und Sporthallen der Sportvereine unter strengen Auflagen von Abstand und Hygiene wieder starten können. Wann genau die Bundesliga wieder startet, ob am 15. oder 22. Mai, darüber wird die DFL morgen entscheiden. Einen detaillierten Überblick über die heutigen Entscheidungen finden Sie auf tagesschau.de. Die Lockerungen sind auch Thema in einem ARD-Extra nach dieser Sendung und im Anschluss daran in der Talkrunde bei Sandra Maischberger. Großbritanniens Premierminister Johnson hat Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in Aussicht gestellt, möglicherweise schon kommende Woche. Er würde jedoch nichts unternehmen, womit ein Anstieg von Infektionen riskiert werde. Es war das erste Mal seit seiner Covid-19-Erkrankung, dass Johnson sich im Parlament äußerte und sich den Fragen der Opposition stellte. Die EU-Kommission rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einer beispiellosen Rezession im Euroraum. Für 2020 werde ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um 7,7% erwartet, teilte die Brüsseler Behörde in ihrer Frühjahrsprognose mit. Wegen der teuren staatlichen Rettungsmaßnahmen geht die Kommission außerdem davon aus, dass die Schuldenstände der EU-Länder neue Rekordhöhen erreichen. Am stärksten treffe es Griechenland. Auf den Philippinen hat die Regierung den größten Rundfunk- und Fernsehsender des Landes schließen lassen. Laut Behörden war eine befristete Sendelizenz ausgelaufen. Kritiker bezeichnen das Vorgehen jedoch als politisch motiviert. Das Parlament habe die unterschriftsreife Vorlage zur Verlängerung der Lizenz verschleppt. Präsident Duterte hatte bereits mehrfach mit der Schließung des Betriebs gedroht. Der Sender hatte immer wieder kritisch über Dutertes autoritären Führungsstil berichtet. Menschenrechter, Politiker und Journalisten sprachen von einem Schlag gegen die Pressefreiheit. Nach einem Pilotversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen hat die finnische Regierung heute Bilanz gezogen. 2 Jahre hatte das Land die Bezüge an 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose gezahlt, ohne dass daran Bedingungen geknüpft waren. Ziel war es, herauszufinden, ob die Begünstigten auf diese Weise besser in den Arbeitsmarkt zurückfinden als mit einer traditionellen Form der Unterstützung. Wenn nur nicht die Corona-Krise gekommen wäre, das denkt Sini Martinen oft in diesen Tagen. Sie hat 2 Jahre lang ein Grundeinkommen erhalten und sich in dieser Zeit selbstständig gemacht. Das Café in Helsinki sollte eigentlich ihre Zukunft absichern. Alles in allem war das eine sehr gute Erfahrung. Im Zuge meiner Selbstständigkeit bin ich immer mehr zu der Überzeugung gelangt, dass das Grundeinkommen während der Gründungsphase sehr wichtig für mich war. Denn der Aufbau eines Unternehmens dauert doch recht lange. Und die wirtschaftliche Situation ist da immer sehr unsicher. So wie Sini Martinen haben insgesamt 2000 zufällig ausgesuchte Finnen 2 Jahre lang 560 Euro im Monat erhalten, von Januar 2017 bis Dezember 2018. Während und nach dieser Zeit wurden einige von ihnen regelmäßig befragt. Ebenso eine Kontrollgruppe von Arbeitslosen, die auf normale staatliche Unterstützung angewiesen war. Heute nun hat die finnische Sozialversicherungsbehörde ihre Ergebnisse vorgestellt. Alle unsere Auswertungen gehen in dieselbe Richtung, die sich auch schon bei anderen Versuchen mit einem Grundeinkommen gezeigt haben. Wer das Einkommen bezieht, der fühlt sich mental deutlich besser als die Kontrollgruppe ohne Einkommen. Für weniger Arbeitslosigkeit hat das Experiment aber nicht gesorgt. Ein Grund, weshalb die finnische Regierung es auch nicht fortsetzen will.
Sinimartinen setzt nun darauf, dass sie ihr Café bald wieder aufmachen kann. Gleichzeitig ist sie überzeugt, dass ein Grundeinkommen gerade jetzt in der Corona-Krise vielen Menschen in ihrem Land helfen könnte. 5 Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine in den südfranzösischen Alpen hat heute vor dem Landgericht Essen ein Prozess um Schmerzensgeldzahlungen begonnen. Geklagt haben Hinterbliebene der insgesamt 72 deutschen Absturzopfer. Sie sind der Ansicht, dass die vom Germanwings-Mutterkonzern Lufthansa bereits geleisteten Zahlungen zu gering sind. Bei dem Absturz im März 2015 waren 150 Menschen ums Leben gekommen. Es vergehe kein Tag, an dem Klaus Rathner nicht an seine Tochter, deren Mann und seinen Enkel denke. Die drei sind bei dem Germanwings-Absturz vor 5 Jahren ums Leben gekommen. Nun will Klaus Rathner eine höhere Entschädigung. Nicht nur des Geldes wegen. Sie sei ein Symbol dafür, dass es Verantwortliche gebe, die sich mitschuldig gemacht hätten. In erster Linie ist es für mich wichtig, dass also festgestellt wird, dass so ein Mensch mit der Vorerkrankung nie hätte in einem Cockpit sitzen dürfen bzw. fliegen dürfen. Germanwings Flug 9525 war am 24. März 2015 in den französischen Alpen abgestürzt. Die Untersuchungsbehörden kamen zu dem Ergebnis, dass der Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hatte, um sich das Leben zu nehmen. Laut Kläger hätten die Verantwortlichen über die psychische Vorerkrankung des Co-Piloten Bescheid gewusst. Eine zu geringe Entschädigung, die dieses Leid nicht angemessen reflektiert, ist keine Entschädigung, sondern eine Beleidigung. Die Kammer sieht aber formale Probleme in dem Verfahren und wollte sich mit den Fakten noch gar nicht beschäftigen. Weil sie in ihrer Prüfung schon zu einem früheren Zeitpunkt zu dem Ergebnis kommt, dass die Lufthansa hier nicht der richtige Adressat der Klage ist, weil die Aufgabe der medizinischen Überwachung eben eine hoheitliche Aufgabe sei. Das bedeutet, die Anklage müsse sich unter Umständen gegen die Bundesrepublik Deutschland richten. Lufthansa selbst wollte sich zu dem Verfahren nicht äußern. Kunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook können seit heute Ausgleichszahlungen des Bundes beantragen. Wie das Justizministerium mitteilte, stehen dafür insgesamt 225 Millionen Euro zur Verfügung. Die betroffenen Pauschalreisenden können demnach ihre Anträge bis Mitte November auf einer Internetseite stellen. Voraussetzung sei, dass bereits Ansprüche beim Insolvenzverwalter angemeldet und auch bei der zuständigen Versicherung geltend gemacht wurden. Die Bundesregierung hatte im Dezember angekündigt, sie werde einspringen, wenn der Versicherer nicht für die komplette Entschädigungssumme aufkomme. In Berlin zeigt eine Ausstellung im Palais Populaire von heute an Werke des Künstlerpaares Christo und Jean-Claude. Zu sehen sind unter anderem Zeichnungen und Druckgrafiken, die zwischen 1963 und 2019 entstanden sind. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Bilder dienten der Finanzierung der großen Kunstprojekte. Dazu gehörte auch die komplette Verhüllung des Reichstags vor 25 Jahren. Der Mitbegründer der legendären Band Kraftwerk, Florian Schneider-Essleben, ist tot. Er starb nach Angaben des Musikkonzerns Sony im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Zusammen mit Ralf Hütter war Schneider-Essleben einer der Pioniere der elektronischen Musik. Mit ihrem 1974 veröffentlichten Album Autobahn schuf Kraftwerk einen neuen minimalistischen Sound. Er verhalf der Gruppe zu weltweiten Erfolgen und beeinflusste Generationen von Musikern. Die Lottozahlen. 5, 19, 31, 34, 43, 47, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. Mai. Eine umfangreiche Hochdruckzone beschert uns verbreitet eine sternenklare Nacht und morgen oft Sonnenschein. Im Norden und Osten Deutschlands sorgt feuchte Meeresluft allerdings für Wolken, die sich heute Nacht verdichten und morgen stellenweise etwas Nieselregen bringen können. Am Nachmittag kommt aber auch dort häufiger die Sonne zum Zuge, die im übrigen Land ohnehin meist ungestört scheint. Nur hier und da tauchen ein paar lockere Wolken auf. Im Norden heute Nacht bis 8 Grad, unter klarem Himmel häufig Boden, vor allem im Bergland auch Luftfrost. Im Westen und Südwesten wird die 20-Grad-Marke morgen überschritten, an der See bleibt es weiterhin kühl. Am Freitag eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, dabei noch wärmer. Am Samstag wird es erst im Süden und Südwesten, am Sonntag auch im übrigen Land unbeständiger und von Norden wieder kühler.
Um 22 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Kommen die Lockerungen in der Krise zu früh? Fragen von Karim Joska an den Leipziger Virologen Uwe Gerd Liebert und Ständchen gegen die Corona-Schwermut. Wie Musiker Danke sagen und Hoffnung bringen.